Da ist übrigens mein Buddy, das ist die Kathi. Hey, setz dich doch zu uns. Hi. Dem Thema Onboarding abläuft? Verläuft das Ganze vor Ort oder remote? Das kann man tatsächlich gar nicht so pauschal sagen. Man kann aber sagen, dass es größtenteils vor Ort stattfindet. Und ich denke, das macht auch einfach Sinn, weil man ja natürlich das Team vor Ort kennenlernen möchte, die Aufgaben auch besser vor Ort, sage ich mal, gezeigt kriegt und auch den Standort besser kennenlernt. In der weiteren Zusammenarbeit mit der Abteilung oder dem Team, da gibt es dann immer festgelegte Teamtage, wo man sich wirklich im Team vor Ort trifft. Zudem haben wir beim Onboarding auch das Bosch Buddy Programm, das wir anbieten. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja. Was ist das genau? Wie läuft es ab? Das Buddy Programm ist so Bosch eigene Initiative, bei der dir gleich zu Beginn von deiner Tätigkeit, die du dann starten würdest, ein Buddy zur Seite gestellt wird. Es gibt zum einen den fachlichen Buddy, das heißt, den kannst du jederzeit ansprechen in Bezug auf deine Arbeitsaufgaben oder irgendwelche anderen fachlichen Fragen. Und dann gibt es auch den persönlichen Buddy, der dir eben die Bosch-Werte näher bringt, dich dem Team vorstellt, dich mehr da auch integriert. Es ist letztendlich immer so dein Ansprechpartner Nummer eins für alle Fragen, die du hast. Da ist übrigens mein Buddy, das ist die Kathi. Hey, setz dich doch zu uns. Hey. Hi. Okay, alles klar. Und wie viel wird man dann da an die Hand genommen? Gibt es bestimmte Mentoring-Angebote oder sowas? Bei Bosch gibt es ganz viele Mentoring-Programme. Die Cleo hat ja, so wie ich es gehört habe, schon das Buddy-Programm erläutert. Zum Beispiel gibt es dann auch speziell für Frauen Mentoring-Programm oder für die Developer. Es ist auch jedem Mitarbeiter quasi freigestellt, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen, der oder die dann ihn oder sie einfach unterstützt. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie die Feedback-Kultur bei Bosch aussieht. Für Bosch steht wirklich die Wertschätzung der Mitarbeiter ganz, ganz weit oben. Wir haben wirklich eine regelmäßige Feedback-Schauer, wo wirklich einer aus dem Team gewählt wird letztendlich, dem wir dann konstruktives, aber auch sehr positives Feedback einfach auch geben, damit man auch im Team so den Zusammenhalt hat. Das wird in den Abteilungen auch unterschiedlich gelebt. Im agilen Projektmanagement beispielsweise haben wir auch immer die Retrospective-Meetings und natürlich hat man auch immer sowas wie Mitarbeitergespräche mit seinem Vorgesetzten, wo man natürlich sich auch immer Feedback einholen kann, aber auch Feedback geben kann. Also ist eine sehr offene und lebhafte Feedback-Kultur. Schön, dass du da warst und heute bei dem Gespräch dabei warst. Viel Erfolg bei deiner Bewerbung. Dankeschön.